Der Limburger Dom, steingewordenes Symbol für Gott und Kirche. Doch gleich nebenan, im neuen Sitz des Bischofs, rumort es gewaltig. Das prächtige Anwesen sorgt für Unmut unter den Katholiken. Protz und Prunk wirft man dem Hausherrn vor, der am Donnerstag sein angeblich bescheidenes Domizil erstmals für Besucher öffnete. Fernsehkameras waren eigentlich nicht zugelassen. Das ist mit der Bibel überhaupt nicht vereinbar, was er da hier abzieht. Und so was Prunksüchtiges. Nee, also das ist, steht nicht in der Bibel. Stein des Anstoßes, Bischof Thebarts van Elst. Seiner Exzellenz werden autoritärer Führungsstil, Intransparenz und Verschwendung vorgeworfen. Für Kritik sorgte ein erster Klasseflug des Limburger Oberhirten nach Indien. Über die First-Class-Reise berichtete der Spiegel voriges Jahr. Von einem Spiegelreporter nach dem Flug gefragt, antwortete der Bischof ganz offensichtlich mit einer Lüge. Wir sind zu diesen Projekten hingeflogen, und zwar so, wie es die Reisekonditionen der Deutschen Bischofskonferenz und auch unseres Bistums sind. Aber erster Klasse sind Sie geflogen. Business Class sind wir geflogen. Inzwischen beschäftigt die Staatsanwaltschaft die Frage, ob der Bischof auch vor Gericht zu der Indienreise immer korrekt antwortete. Viele offene Fragen auch bei der Bischofsresidenz, deren Kosten explodiert sind. Der ganze Bau war eine Art Geheimprojekt. Was ist denn hier? Was wird denn hier gebaut? Sie dürfen auf der Baustelle nicht fotografieren. Das hat einen Grund. Wieso das nicht? Baustelle ist, was? Ist eine Baustelle. Ja, aber warum? Da steht ja Betreten verboten und nicht Fotografieren verboten. Einblicke in den Komplex gewährt nun die Führung in dieser Woche, wo man gern die bescheidenen Verhältnisse betont. Zu den Materialien ist zu sagen, beispielsweise der Boden, das ist ein Kalksandsteinboden aus Aschaffenburg. Generell wurde bei den Materialien, die hier verwendet wurden, darauf geachtet, dass sie aus der Region kommen. Da hinten geht es gleich, kommen wir aus der Kapelle, die wir schon von außen gesehen haben. Da hinten die Tür unmittelbar ist die Privaträume des Bischofs, die 2,5 Zimmerwohnung. Insgesamt ist der Komplex aber weit mehr als eine Single-Wohnung für den Bischof. Büro, Empfangs- und Konferenzräume, ein Schwesternhaus, eine Privatkapelle, der bischöfliche Privatbereich und sogar ein Designgarten für seine Exzellenz. Der Bau soll statt 2 nun weit über 10 Millionen Euro gekostet haben. Auch weil tief in den historischen Grund gebaut wurde, wie diese heimlich gemachten Fotos zeigen. Das ganze Areal wurde unterkellert, unter anderem für einen schicken Reliquienraum. Die Reliquien, die ja nicht in den Altären eingelassen sind hier im Bistum, die brauchen ja auch einen besonderen Ort der Aufbewahrung. Das werden Sie jetzt hier sehen. Ui. Ach du. Man gönnt sich ja sonst nichts. Offenbar reicht der Platz im Dom nebenan für die paar Reliquien nicht aus. Unverständnis bei den staunenden Gläubigen. Also ich komme aus einer Gemeinde, die wegen 30.000 Euro Heizkosten ihr Gemeindezentrum abreißen lassen soll. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand von den Obdachlosen, um die wir uns kümmern, hier durchgeführt würde, der greift sich doch an. Am Ende der Führung dann der Auftritt des Bischofs. Der umstrittene Kirchenmann will Offenheit demonstrieren. Smalltalk mit den Gläubigen, Transparenz geht anders. Herr Bischof, können Sie denn bestätigen, dass die Kosten für diesen Bau jetzt weit über 10 Millionen Euro liegen sollen? Herr Bischof? Keine einfachen Zeiten für den Limburger Kirchenfürsten. In dem Bistum zirkuliert ein offener Protestbrief gegen Thebarts van Elst. Mehr als 4.000 seiner Schäfchen haben das Papier unterschrieben und fordern einen Kurswechsel ihres Hirten. Da tut Zuspruch auch einem Bischof gut. Ich muss sagen, es ist sehr beeindruckend. Wir haben die Artikel in der FAZ gelesen, jetzt auch für heute. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, wir fahren hin. Sehr gut, ja. Es ist sehr, sehr schön. Also wir haben auch ein schönes Haus, ja, mit einem Raumteiler aus Rio-Palisander, mittlerweile 42 Jahre alt. Das haben wir hier nicht. Dann erlaubt der Bischof doch noch eine einzige Frage zu den Baukosten. Die kommen, werden sehen, wofür dieses Gebäude geschaffen ist. Zur Begegnung mit den Gläubigen. Gastfreundschaft zu gewähren, ist auch eine Aufgabe des bischöflichen Dienstes. Und das soll in diesem Haus geschehen. Eine Frage war, bitte, okay? Der Bischof hat Termine. Gut, ja. Okay. Danke. Ihnen noch einen guten Mittag hier in Limburg. Alles Gute. In Limburg hilft wohl nur noch beten.